Ja, und damit willkommen zurück zur nächsten Folge von Grand Ages Medieval. Folge 3, Kapitel 2 allerdings. Wenn ich nach oben links in die Ecke gucke, werden wir es bald geschafft haben. Fast da! Und auch dieses Szenario erledigt haben. Aufsitzen! So, wir gucken uns noch ein bisschen weiter um. Wobei, ich schicke mal meinen Händler wieder nach Hause. In der Hoffnung, dass er da die Einheiten wieder auffüllen kann. So, wir verkaufen erstmal alles. Das ist die Quest, die wir hatten. Und Mission erfüllt. 7500 Gold, 10 Ansehen und 5 Beliebtheit. Sehr schön. Vielen Dank. Hier aktuell minus 118. Ja, hier läuft es gerade nicht gut. Es fehlen Arbeiter und Rohstoffe fehlen. Nahrungsmittel. Wer hat denn Nahrungsmittel ohne Ende? Ich glaube, das sind wir. So, okay, hier muss nicht allzu viel. Und ein bisschen Bier können wir noch kaufen. So, 30 Stück. Wein? Nee, war nur ein Fass. Schon unterwegs. Dann geht's mit dem Händler auch wieder zurück. Wir erhöhen mal die Geschwindigkeit auf 1. Denn jetzt passiert gerade nicht viel. Irgendwelche Events haben wir auch nicht. Doch, hier hinten wäre noch eins. Ein Karren. Können wir auch mal hier 10-fache Geschwindigkeit machen jetzt. Füllst du jetzt deine Truppen wieder auf? Den Bürgern? Okay, irgendwas fehlt den Bürgern. Allerdings weiß ich leider nicht was. Ich würde dann mal wirklich die Kaserne bauen wollen. Die Kaserne ermöglicht die Ausbildung von Truppen. Angeschlagene Truppen, die sich in einer Stadt mit der Kaserne finden, werden automatisch wieder verstärkt. 16.000. Sehr gut. Es fehlen Waren. Das ist nicht so gut, dass Waren fehlen. Kein Ding. Früchte gehen voran. So gut wie angekommen. Okay. Haben wir mit denen irgendwie Beef? Nee, wa? Ich hätte eine Aufgabe für euch. Was will er denn? Mein Verhältnis zu Bürgermeister Novica Vukovic ist deutlich besser als eures. Aus eigenem Interesse möchte ich euch ersuchen, euer Bündnis zu stärken. Mhm. Ja, interessiert mich erstmal nicht. Da. Okay. Ah, ich habe gedacht, wir haben es geschafft. Ich weiß nicht, was dieser Sound immer bedeutet. Okay, anscheinend so gut haben wir wie angekommen. Genug Ressourcen bekommen. Da ist Athena. Stimmt, Athen ist natürlich auch noch eine Megastadt. Aufsitzen. Im Mittelalter. Kein Ding. Da haben wir einen Schiffswrack. Okay, gucken wir mal, was wir da finden. Wir werden angegriffen. Nein! Es kann sein, dass unser... Oh, wir haben die Mission erfüllt. Okay, erstmal ganz fahren. Konstantinopel scheint auf den Beinen, um den Kaiser auf seinem letzten Weg zu begleiten. An der Spitze des Trauerzuges schreitet Leon zwischen anderen Vertretern des Adels, angeführt von der Kaiserwitwe, die erhobenen Hauptes durch die Massen schreitet. Es ist nicht nur Eudokias Schönheit, die die gierigen Blicke der Adligen auf sich zieht. Bald muss sie einen neuen Gatten wählen, dem sie die Kaiserkrone überträgt. Je länger sie zögert, desto wahrscheinlicher wird ein Bürgerkrieg unter den machthungrigen Bewerbern. Umso härter trifft diese der Schwur, den Eudokia bei ihrer Thronbesteigung ablegt. Vor dem Patriarchen der orthodoxen Kirche gelobt die Kaiserin, sich niemals wieder zu vermählen. Das Wohl des Reiches soll fortan ihre höchste und vornehmste Aufgabe sein. Werter Leon, es war schön, euch persönlich kennenzulernen. Um eure letzte Frage zu beantworten, es fiel mir nicht leicht, diesen Schwur zu leisten. Doch nur so konnte ich den Thron sichern, ohne den Intriganten am Hofe Hoffnung auf eine Heirat mit mir zu machen. Ihr könnt euch kaum vorstellen, wie satt ich das alles habe. Hoffentlich kann ich auf der Reise, von der wir sprachen, etwas Abstand gewinnen. Vielleicht sogar in eurer Provinz.
die Eudokia. In Konstantinopel wurdest du Zeuge deines Eides-Schwurs, den die neue Kaiserin Eudokia dem Patriarchen der orthodoxen Kirche leistete. Sie wird nie wieder heiraten. Im Vertrauen gestand sie dir, dass sie diesen Eid leisten musste, um die Intriganten bei Hofe in Schach zu halten. Sie plant nun eine längere Reise in die Provinzen, dabei möchte sie auch dich in Sofia besuchen. Nächstes Ziel, bereite alles vor, um der Kaiserin einen angemessenen Empfang zu bieten. Da sie über Konstanta anreisen wird, solltest du mit Hilfe eines Bautrupps eine Straße von Sofia nach Konstanta anlegen. Okay. Also wir können tatsächlich selber Straßen bauen. Sehr gut. Verwende deinen Speer, um die Stadt Konstanta zu finden. Haben wir. Sie liegt nordöstlich. Bautrupps und andere Zivileinheiten kannst du im Gasthof anwerben. Für das Anwerben einer neuen Einheit werden, wie bei Betrieben, freie Arbeitskräfte benötigt. Okay. So, wir halten mal kurz an. Ja. Der Handelsweg nach Konstanza wird seit dem letzten Krieg nicht mehr instand gehalten. Es ist gut, wenn ihr euch darum kümmert, denn ich werde höchstwahrscheinlich über Konstanza nach Sofia reisen. Okay. Anwerben. Händler. Siedler? Echt Siedler? Okay. Wir können also auch neue Städte errichten. Ach ja, na klar, können wir neue Städte errichten. Und ein Bautrupp. Kostet 20 Menschen, 4000 und ja, haben wir. Karren. Transportkarren werden von Händler zur Bildung einer. Genau, wir können nämlich unserem Händler auch mehr Karren quasi zusprechen. Und dann kann er mehr Waren transportieren. Willkommen. Was kann ich für euch tun? Und hier mal angeholt. Sehr gut, sondern ja, ich biete euch diese Ware an. Ich habe Interesse an diesen Waren. Okay. Wählt Waren und Menge, die ihr tauschen möchtet. Okay. Cool. Das ist also der Gasthof. Gut zu wissen. Okay, da kommt unser Händler. Können wir also gleich mal gucken. Ja, ich glaube, unser Speer wird gleich hops gehen. Können wir also gleich mal gucken, dass wir dem Händler hier ein paar mehr Karren zuweisen. Wir verhökern natürlich erstmal alles. Und dann gehen wir in den Gasthof. Karren. Transportkarren werden von Händlern zur Bildung von Handelskarawanen benötigt. Und halt pro Woche. Kosten. Wie funktioniert denn das? Ich bestell mal. Ach, hier kann ich Plus und Minus machen. Seht da. Also wir hatten noch 5 Karren aktuell in unserer Stadt und die können wir jetzt quasi erstmal ihm geben. Und pro Karren können wir 100 Waren mehr mitnehmen. So, jetzt kommen wir auf 500 Waren, die wir mitnehmen können. Sehr schön. Und dementsprechend können wir uns jetzt hier mal richtig auslassen. Komm, wir nehmen mal... Oh Gott, wir können so viel mitnehmen. Nehmen wir hier wirklich 241 mit. Fisch nehmen wir auch mit so viel, wie es geht. Und Kohle auch. So, damit ist unser Karren komplett voll. Und wir machen uns Richtung Budapest. Exquisit. So, damit können wir jetzt deutlich mehr mitnehmen als vorher. Wir kriegen gleich die Nachricht, wenn unser Bautrupp hoffentlich dann fertig ist. Und wir gucken mal, was unser Speer macht. Gewinnt er den Kampf? Er hat es tatsächlich geschafft. Sehr geil. Liegt in der Nähe. Kaum angekommen, durchsuchen deine Leute das Schiffswrack. Plötzlich stößt einer Leute auf eine Kiste. 15.000. Liegt in der Nähe. Sehr gut. So, jetzt sollten wir uns tatsächlich überlegen, ob wir nochmal kämpfen oder nicht. So gut wie angekommen. Den Warenhaufen können wir ohne Probleme nehmen. 19.000. Alte Windmühle. Okay. Wir waren zuerst da. Und jetzt wird unser Speer sterben. Ungünstig. Aber unser Bautrupp ist fertig. Und das heißt, wir müssen eine Straße festlegen. Erste Stadt wählen. Zweite Stadt wählen. Das ist Konstanta. Das ist der Weg. Aber wir können ihn quasi auch nochmal ein wenig ändern, wenn wir möchten. Indem wir hier so ein paar Punkte setzen. Über, wichtige Orte. Ich glaube, das ist erstmal der kürzeste Weg. Oder der einfachste Weg, aber wir können auch sagen, macht mal bitte woanders was oder versuch mal anders das Ganze zu machen. Kann man hier durch? Das geht auch.
Aber ich glaube, ich lasse das so. Machen wir hier so einen großen Bogen. Ah, hier noch drüber. Das gefällt mir eigentlich. So. So soll die Straße bitte gebaut werden. Dann sagen wir ja. Und unser Bautrupp. Werter Leon, ich höre, ihr habt eine neue Hauptstraße anlegen lassen. Naja, Haupt. Sehr gut. Ich wünsche eine Stärkung des Handels in meinem Reich. Nutzt jetzt die Gelegenheit, das Vertrauen der Stadtväter in euch zu festigen. Sprecht mit dem Bürgermeister von Konstanza und verschafft euch eine Handelslizenz. Ich werde ein gutes Wort für euch einlegen. Der Handelsweg nach Konstanza steht, doch du solltest ihn in naher Zukunft ausbauen, damit Händler schneller reisen können. Inzwischen wünscht sich die Kaiserin, dass du dich in Konstanza um eine Handelslizenz bemühst. Hierzu ist ein gutes Verhältnis zum dortigen Bürgermeister nötig, doch Eudokia wird dir dies erleichtern. Nutze Diplomatie, um eine Handelslizenz in Konstanza zu erhalten. Verkaufe damit Hilfe deines Händlers insgesamt 300 Fässer Waren in Konstanza. Beachte, kaufst du während dieser Aufgabe Waren in Konstanza, erhöht sich die Zielmenge entsprechend. Um Diplomatie, um die Handelsbeziehung zu verbessern, musst du mal die Stadt herfordern und den Gegenzug etwas Verhältnis anbieten. Alle Preise hängen von der Nachfrage ab. Kennbar. Ja, kennen wir. Ach so, okay, die Straße ist schon gebaut worden. Also der Feldweg nenne ich ihn mal. Hier einfach nur so ein paar Steine drüber. Sieht ein bisschen aus wie Kingdom Come Deliverance. Sieht da auch immer so aus. Einmal dann hier lang und hier auch so eine kleine Steinbrücke. Ja, ist halt der erste und einfachste Weg, den es quasi gibt. Und wir könnten jetzt mit unserem Bautrupp, wenn wir Langeweile hätten, auch noch den Weg verbessern. Abschnitt hinzufügen. Wie ging denn das? Ach, hier, genau. Würde mich kosten 93 Tage. Ach nee, 21 Tage und 38.000. Und diese Waren. Dann hätten wir einen verbesserten Weg nach Konstanza. Ich würde aber sagen, am Anfang lassen wir es erstmal. Wir könnten höchstens nochmal eine Straße von Sofia. Entschuldigung. Nach Thessaloniki bauen. Transitabkommen benötigt. Ah, okay. Haben wir noch nicht. Transitabkommen. Alles klar. Können wir denn ins Konstanza eigentlich auch schon? Wir sind bald da. Nein. Bleib in der Stadt, bitte. Okay, wir müssen tatsächlich nochmal einen Speer uns besorgen. Ja, es war natürlich jetzt ungünstig, dass unser Speer gestorben ist. So, hier verhökern wir erstmal alles. Sehr gut. 300.000. Okay, Fische. Naja, lass mal da. Mitnehmen können wir eigentlich auch nicht so viel. Ja. Nur ein bisschen Wolle wieder. Exquisit! Exquisit! Und dann müssen wir erstmal warten, bis unser. Ja. Bis unsere Kaserne fertig ist. Ich grüße euch. Ich habe so ein bisschen gehofft, dass wir im Gasthof vielleicht einen Speer bekommen. So, dann machen wir hier 10-fache Geschwindigkeit. Denn ihr seht, aktuell gibt es nicht allzu viel, was wir machen können. Außer warten. So, Kaserne steht. Sehr gut. Landwehr. Bildenmeister. Ich hätte gerne einen Speer. Wie kriege ich denn einen Speer? Ach, na gut, gehen wir mal die einzelnen Reiter durch. Gasthof. Okay, den können wir nicht verbessern. Das Kontor könnten wir verbessern. Großes Kontor. Durch den Ausbau zu einem großen Kontor hält die Stadt im Falle einer Belagerung 50% länger durch, bevor sie an den Feind anfällt. Okay, Mauer können wir auch erweitern. Die Holzpalisade erhöht durch das Durchhaltevermögen der Stadtbewohner. Erhöht das Durchhaltevermögen der Stadtbewohner während der Belagerung um 40%. Enthält die belagernde Armee Bildenmeister. Blinenmeister. So wird dieser Bonus jedoch reduziert. Okay. Dann haben wir die Kapelle. Ohne Kapelle darf eine Stadt. Genau, nicht über 3000. Das kennen wir. Die Kaserne haben wir gebaut. Das Depot. Durch das Depot kannst du in der Stadt Waren für den Weiterverkauf festlegen. Handelsrouten können dadurch größere Mengen an die Stadt abgeben, als die Stadt selbst benötigt. Okay. Dann haben wir das Kloster. Durch das Kloster verdoppelt sich die maximal mögliche Anzahl freier Arbeitskräfte in der Stadt. Außerdem wird die Dauer von solchen in der Stadt deutlich verkürzt. Der Bauhof beschleunigt alle Bauformen innerhalb und außerhalb der Stadt und ermöglicht den Bau einer Stadtmauer.
Das wäre nicht verkehrt. Eine Statue. Schutz vor Feuer, Schutz vor Seuchen, Schutz vor Erdbeben, Schutz vor Dürre, Schutz vor Hungersnot, Schutz vor Stürmen, Schutz vor Frost, Wohlstandsbonus, Truppenbaubonus, Einheitenbonus. Alter Schwede, können wir viele Statuen bauen. Ja, hat halt alles Effekt. Oder Auswirkung. So, wo kann ich denn jetzt einen neuen Speer mir besorgen? Landwehr. Bonus gegen Reiter. Bliedenmeister. Keine Landwehr. Ach, hier, Reitschule. Berittener Truppen in der Kaserne. Und Fernkampftruppen. Boah, muss ich jetzt echt erst das Ding ausbauen? Okay, ich besorge mir jetzt mal hier so eine Landwehr. Um irgendwie nach da hinten zu kommen. Wobei, wir könnten eigentlich auch schon mal unseren Händler dahin schicken. So, wir nehmen jetzt hier so viel mit wie möglich. Dann schaffen wir es vielleicht sogar schon mit den 300. 30. 55. Okay. Und nochmal Honig. Können wir auch fast alles mitnehmen. So, dann bitte mal nach... Das ist unmöglich. Ah, da komme ich nicht hin. Merde de. Das ist unmöglich. Ach gut, dann warten wir kurz mal ab, bis unsere Einheit fertig gebaut ist. Aber ich gucke jetzt mal ganz kurz. Wo war denn das Wiki? Hier. Wirtschaft. Einheiten. Zivile, militärische Einheiten. Nee, Kämpfer, Truppen sammeln, zivile Einheiten. Expansion. Krieg. Namen kann ich nicht eingeben, wa? Ach, ich würde gerne wissen, wie ich Speer bauen kann. Wahrscheinlich wirklich dann über die berittenen Einheiten. Ah, müssen wir erstmal ganz kurz warten. So, sehr gut. Landwehr. Dann marschieren wir mal mit der Einheit. So viel gelaufen. Nach Constanza. Constanza. Und kümmern uns mal um ein Handelsabkommen. So, jetzt. Es ist schön, eure Bekanntschaft zu machen. Okay, ein Angebot unterbreiten. Wir... Was habt ihr mir zu unterbreiten? Fordern ein Handelsabkommen und ich biete euch 10.000. Da sehr habt schön. Ihr aber ein gutes Angebot gemacht. Läuft. So, jetzt kann man nämlich auch entspannt sehr wohl. Unseren Händler dahin bringen. Unsere freien Truppen. So viel gelaufen. Die gehen mal zum Karren. Und werden angegriffen. Ja. Aber jetzt haben wir natürlich... Oh, hier waren sogar richtig viele Banditen. Oh, es wird eng. Oh, es wird sehr eng. Es wird sehr eng. 3 zu 2 nur noch für uns. 2 zu 2. 2 zu 1. 2 zu 2. 1 zu 1. Oh. Oh Gott, schaffen wir es? Wir lassen uns überraschen. Ah, schade. Hier wird auch Wolle produziert. So, nicht alles, sondern so, dass wir bis auf 3 kommen. Alles verhökern. Hier können wir auch alles verhökern. Und, okay, wir bräuchten noch 12. Dann verkaufen wir noch 12 Getreide. So, Wolle nehmen wir natürlich auch mit. So, schließe den Dialoghinweis. Vom Geschäfte machen. Es ist gut, wenn du einen Freund hast. Doch viele Freunde sind noch besser. Mit einem jeden sollst du Handel treiben, dass dein Reichtum stetig wachse. Dein Volk wird dankbar sein, wenn's auf dem Markte viele Waren gibt. Und vom Gewinn kannst du bald weitere, größere Schritte tun. Jawohl, das versuchen wir. Die Stadt Constanza ist dein Handelspartner geworden. Nun sollst du weitere Abnehmer für deine Waren finden, um deinen Gewinn zu vergrößern. Finde weitere Handelspartner, sodass du über insgesamt 4 Handelslizenzen verfügst. Am einfachsten trittst du mit Städten Kontakt, zu denen Sofia bereits Straßenverbindungen hat. Sobald du eine Handelslizenz mit einer Stadt hast, kannst du dort Handel treiben. Aha. Kaufe in einer Stadt die Waren, die dort produziert werden.
und verkaufe sie dort, wo sie knapp sind. So machst du die besten Handelsgewinne, sagt der Quicktip. Und genau das werden wir auch gleich machen. So, ich gehe mal auf Pause. Obwohl, wir machen ganz kurz noch den Kampf hier. Und wir haben verloren. Ernsthaft. Oh Gott, Alter. Ja, das war eine mega gute militärische Einheit. Dementsprechend müssen wir leider nochmal einmal eine Landwehr ausbilden. Und wir werden auch schon mal eine neue Straße bauen, und zwar von Sofia. Ah, okay, Transitabkommen benötigt. Gut, das machen wir dann in der nächsten Folge. Dann verbinden wir Sofia mit Split. Und wir besorgen uns Handelslizenzen mit Split und Zagreb. Dann haben wir hier so ein kleines, ja, einen kleinen Warenkreis. Und können dann entspannt Handel treiben. Das allerdings erst in der nächsten Folge. Also haut rein, bis dahin, ciao, tschüss.